Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zur nächsten Folge der FIFA 17 Ultimate Team Road to Glory auf meinem Kanal. Und ihr seht es richtig, ich habe 160.000 Münzen und wir können unser Team upgraden. Wir können unser Team upgraden und sowas von. Ihr habt mir unten in den Kommentaren geschrieben, ich könnte mir Arturo Vidal holen, Lewandowski soll ich mir holen. Und ich werde mir Vidal und Alaba, glaube ich, holen. Vidal und Alaba. Und als nächstes werde ich dann es so machen, weil ich kann mir halt nur zwei Spieler holen, wenn ich könnte mir auch Lewandowski und Vidal holen. Oder Lewandowski und Alaba. Ich könnte es auch so machen. Dann Thiago nach rechts, weil Renato Sanchez bleibt da auf jeden Fall. Weil ich finde Renato Sanchez stärker als Luis Gustavo. Ja, ich mache so. Komm, ich hole mir Lewandowski und Alaba. Robert Lewandowski und Alaba. Lewandowski, der Kollege, kostet 90k ungefähr und haben wir einen 90er, Leute. Wir haben einfach einen 90er Spieler bekommen, ohne irgendwie mal echt Geld auszugeben. Das ist schon krass, denke ich mal, oder? 80k sogar. Nice, noch billiger, noch günstiger. Weil wir brauchen ja auch noch ein Fitness-Team, Leute. Ein Fitness-Team. Das bauen wir uns aber erst in der nächsten Folge, weil heute nur... Oh, mit Hunter. Jawohl, nice. 90er Lewandowski mit Hunter für 77.000 Münzen. Läuft bei uns. Geile Chäse auf jeden Fall. Und jetzt noch Alaba. David Alaba. Oh, Leute, das ist sowas von geil. Alaba und Lewandowski einfach mal Upgrade heute. Und dann habe ich gleich Bock mit diesen beiden zu spielen. Mache ich auch gleich. Ich muss aber noch Müller umformen dann. Müller kommt dann eins nach hinten, also ins ZOM, und Thiago eins nach rechts ins zentrale Mittelfeld. Obwohl Thiago eigentlich sowas von oft zugeschlagen hat. Mal gucken, vielleicht schlägt er ja auch als Achter zu, als zentraler Mittelfeldspieler. Enker. Ist auch schon weg, dann müssen wir... Ja komm, dann nehmen wir Basic mit, würde ich sagen. Obwohl, der hat nur einen Vertrag, ach nö. Und Fitness war auch schlecht. Ey, Catalyst. Anker ist aber eigentlich besser. Ja, haben wir jetzt 500 Münzen mehr ausgegeben. Ist auch halb so wild. In den Verein. So. Dann müssen wir jetzt erstmal Gustavo wieder verkaufen. 3000 Münzen. Sollte jetzt nicht viel gesunken sein. Stellen wir einfach mal so rein. Wendell könnten wir auch verkaufen, aber es lohnt sich jetzt nicht so wirklich, den Spieler hier zu verkaufen, weil den... Ach komm, wir haben so viele Spieler schon mit denen, den packe ich einfach in meinen Verein. Vielleicht brauche ich den ja irgendwann wieder mal. Ach hier, die Spieler noch, die ich von meinem letzten Fitness-Team nicht verkaufen konnte, weil die Liste voll war. Muss ich natürlich jetzt hier auch noch verkaufen. So, dann kommt erstmal Thiago hier nach rechts, Müller nach hinten und Alaba in die linke. Oh, das ist so geil. Ohne Spaß, das ist echt geil. Alaba und Lewandowski im Team. Es war ganz schön Bayern-lastig, aber ist halt geil, ne? Die sind halt einfach auch stark in FIFA. Es ist einfach so. Haben wir hier vielleicht noch eine? Ne, haben wir natürlich nicht. Haben wir eine Mannschaftsfitnesskarte? Okay, wir haben noch 5 Stück. Okay, dann passt das ja. Weil ihr seht ja die Fitness. Ich will heute auf jeden Fall noch ein Spielchen machen mit Lewandowski und Alaba. Aber erstmal müssen wir uns die Positionskarten holen. Stürmer zu Mittelstürmer und Mittelstürmer zu ZOM und ZOM zu ZM. 3 Karten müssen wir uns kaufen. Hier, Stürmer zu Mittelstürmer. Ist bestimmt teuer, obwohl geht ja noch. Das geht ja noch. So, Karten sind gekauft. Nur noch schnell umformen. Ich musste einfach für Mittelsturm zu ZOM 3000 Münzen ausgeben, Leute. 3000 Münzen. So, Müller ist dann jetzt hier im ZOM und jetzt noch Thiago schnell die Karte. Ups. So. Dann geben wir jetzt Mannschaftsfitness. Und dann geht's rein ins Online-Spielchen in Liga 3. Und das nächste Upgrade wird dann entweder Arturo Vidal sein.
Kommt drauf an, ob es mir zu offensiv ist damit Thiago. Vielleicht Reus im linken Flügel. Robben. Neuer. Boateng. Und dann bin ich eigentlich mit der ersten Mannschaft sehr zufrieden. Aber das dauert halt doch Ewigkeiten, bis wir die ganzen Spieler haben. Aber jetzt können wir erstmal unseren Online-Gegner suchen. Der Gegner hat Dybala. Pjanic, Asamoah, Hutchinson. Hier, Veliton. Oh, geile Karte hier. Birthday Card. Interessantes Team. Und ich hoffe, dass Lewandowski zuschlagen kann. Was ist hier los? Die Verbindung wurde unterbrochen. Meine Verbindung? Ernsthaft? Nee, nicht meine Verbindung. Ey, was soll denn das, Gegner? Wieso suchst du denn überhaupt... Ja, und die Verträge sind abgelaufen. Stark, EA. Wieso sucht der Gegner denn überhaupt ein Spiel, wenn er weiß, dass er nicht spielen kann? Schrägstrich los muss, Schrägstrich keine Ahnung. Mann, Junge. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann probieren wir es mal mit diesem Gegner. Ich schätze, er hat ein Premier League Team. Deswegen auch Premier League Logo. Okay, hat er nicht. Er hat ein Hybrid Team. Lacazette. Dembélé sieht interessant aus. Sehr, sehr interessant. Mit Forsberg, Höwedes, Piszczek, Leno. Das kann heftig werden. Aber ich gebe mein Bestes und versuche natürlich, den Gegner hier abzuziehen. Och ja, der geht. Ja. Der Ball gelangt genau zu Forsberg. Und dann dieser Torhüterfehler von Fährmann, ey. Was ist hier bitte schon wieder los, ey? Vierte Minute, so ein Gegentor. Und seht ihr die minimalen Spielruckler hier? Jawohl, Robert Lewandowski, Leute. Wie macht er mal so? So? Bam, Alter. 1-1. Das ist die perfekte Antwort. Stark, Robert. Oh. Ich habe den schon drin gesehen. Es macht sowas von Spaß, mit Lewandowski zu spielen. Ich freue mich schon auf die nächste Weekend League, die ich komplett spiele. Okay, was heißt komplett, aber wieder hier mit meinem Road to Glory Account. Müller, 70. Thomas Müller ist Müller wieder. Bam, wichtiges Tor, Mann. 71. Müller erzielt hier vorerst die Entscheidung. Das würde bedeuten, 3 Punkte nehmen wir mit. Uiuiui, geil. Es war ein spannendes Spiel, definitiv. Ein guter Gegner. Und wir müssen jetzt so weitermachen. Wir müssen weiter Druck machen und versuchen noch das 3:1. Irgendwie da reinzuballern. Renato Sanchez. Müller und jetzt runter auf Costa. Und das hat er geahnt. Und der Ball ist weg. Uiuiui, danke EA. Dankeschön EA. In der 90. Spielminute. In der Nachspielzeit trifft der Gegner hier den Pfosten nochmal. Danke. Komm, jetzt kannst du auch abpfeifen, Schiri. Oder lass den Angriff noch laufen, das geht auch. Oder so, ja, pfeif ab. 3 Punkte, Leute, 3 Punkte. Lewandowski hat getroffen, Müller hat getroffen. Das heißt, Müller kann auch im ZOM zuschlagen. Bester Spieler ist hier Usman Dembélé. Auf jeden Fall, würde ich sagen. 3 Punkte, ja, zack. War es das erstmal hier für die Folge. In der nächsten Folge werden wir unser Fitness-Team bauen. Wir haben ja noch 20.000 ungefähr, vielleicht... Eine komplette Premier League Mannschaft, so richtig schön, aber wirklich schön, Pace oder so, oder über nicht Pace, über Giroud, ich hab Bock auf Giroud, den kaufe ich mir, Leute, ich wollte mir schon Ewigkeiten mal einen Giroud kaufen, ist zwar nicht der schnellste, aber ich feiere Giroud, deswegen kaufe ich mir, denke ich mal, Giroud, baue so ein Premier League Team darum, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, in der Mitte könnt ihr mich jetzt noch kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen, rechts daneben findet ihr die letzten 2 Videos von mir, checkt sie ab, falls ihr noch nicht gesehen habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein, tschüssikowski!